Am Samstagnachmittag gegen 3:30 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B14 bei Backnang. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B14 aus Richtung Stuttgart in Richtung Backnang. An der Einmündung zur Donaustraße in Waldrems bog er diese nach links ab, obwohl die Ampelanlage für ihn rot anzeigte. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer Yamaha eines 37-Jährigen zusammen, der mit seinem Motorrad auf der B14 in Richtung Stuttgart fuhr. Durch den frontalen Zusammenprall erlitt der 37-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 32-jährige BMW-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Verkehrsdienst Backnang hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro und die B14 musste zur Unfallaufnahme bis ca. 19 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden.